Guten Abend. Für euch alle, Nummer 404. 404. Heute ist Freitag, Freitag der 14. Mai 2021. Zeus. Ja, es wird Zeit, sich mal dem Göttervater zuzuwenden. Und gestern habe ich ja geendet mit der Göttin, die der Gott sich aus dem Kopf schnitt, und waren da bei Athene gelandet. Aber zu Zeus möchte ich heute nur Folgendes sagen. Er hat ja, nachdem er dann Göttervater war, sich viel in der Welt herumgetrieben und zum Ärger von Hera, seiner Schwester und Frau, muss man ja mal so sagen, Schwester und Frau. Und es gibt eben mehrere Sachen, also als weißer Stier und als Schwan sich verwandelt, weil er das ja konnte. Er konnte sich ja in jede Gestalt verwandeln und den Frauen hinterher steigen, den schönen Frauen. Unter anderem hat er sich die Alkmene mal ausgeguckt, die eine schöne Frau war, die Gattin des Amphitryon. Amphitryon, großer Feldherr. Und der war nicht da, der war noch in der Schlacht. Und da hat sich Zeus einfach in Amphitryon verwandelt. Ja, kein Problem. Und kam clevererweise einen Tag früher aus der Schlacht zurück. Und Alkmene war ganz überrascht und es kam zum Äußersten. Und dann war er wieder weg und, ja, und am nächsten Tag kam der Amphitryon nochmal, aber diesmal der richtige. Und da war die Begrüßung von Alkmene nicht mehr ganz so toll. Es kam trotzdem zum Äußersten wieder und nach 10 Monaten minus 3 Tagen oder so, minus 9 Tagen, also nach der normalen Zeit des Austragens, gebar Alkmene Zwillinge, also vom Gott und vom Nicht-Gott. Aber das wusste natürlich keiner und der Hass von Hera war natürlich wieder groß und sie schickte in die Wiege, so wird erzählt, eine Schlange und Iphikles, so hieß der Zwillingsbruder, kreischte und der andere, Herakles, erwürgte die Schlange schon als kleiner Säugling. Also wusste Zeus, das ist mein Sohn. Und gestern haben wir ja gehört, wie Herakles starb da mit dem Scheiterhaufen. Und nachdem Philoktet eben den Scheiterhaufen angezündet hatte, konnte Herakles unsterblich werden und in den Himmel zu den Göttern aufsteigen zu seinem Papa. Das war verabredet. Er war ja schon ein Halbgott und dann wurde er unsterblich. Und Iphikles lebte dann alleine als Sohn von Alkmene und Amphitryon weiter. Und die andere Geschichte, die sehr schön ist, Zeus hatte sich auch mal verguckt in eine Meeresgottheit, in die Metis. In die Metis, das ist sozusagen eine Nichte von ihm. Das ist aber eine andere Geschichte, das ist mit den Titanen, mit den Göttern und so weiter. Und die hat nämlich Folgendes gemacht, die hat ihm ein Brechmittel gegeben, was er von ihr wollte. Und dieses Brechmittel hat er dem Kronos gegeben, seinem Papa, der Zeus. Und daraufhin spie der Kronos die Geschwister von Zeus aus und es kam zur berühmten Titanenschlacht und die Götter gewannen. Kronos wurde gefesselt, alle anderen in den Hades geschmissen und Zeus konnte endlich mit seinen Geschwistern regieren, aber eigentlich immer nur er selbst. Und in diese Metis erinnerte er sich trotzdem, weil die war eigentlich ganz schön. Und er stieg ihr nach und heiratete sie sogar, wird erzählt, also noch vor Hera. Und sie wechselte aber immer die Gestalt, weil sie nicht damit der Zeus nicht mit ihr schlafen konnte.
Irgendwann klappte es trotzdem und dann gab es ein Orakel, dass das Kind sich gegen Zeus aufwiegeln würde. Und da hat er, der Zeus, nachdem es zum Äußersten kam, die Metis einfach verschluckt. Und die Metis gebar trotzdem ein Kind. Und Zeus, der sich als Riese vergrößert hatte, um die Metis zu schlucken, damit sie ganz klein ist, bekam natürlich dann irgendwann riesige Kopfschmerzen, weil dieses Wesen von innen klopfte. Und schrie und schrie und schrie und schrie Prometheus zur Hilfe. Und Prometheus holte dann Hephaistos, einen anderen Sohn von Zeus, den Schmied. Und der sollte ihm den Schädel spalten. Und alle anderen waren natürlich erbost auf Zeus, weil er eben nur komische Sachen machte. Und wollten eigentlich, dass Hephaistos ein bisschen doller zuhaut, dass Zeus gleich ganz weg ist. Jetzt gibt es einen Text von Franz Fühmann aus seinem Prometheus oder die Titanenschlacht. Mal sehen, ob das klappt mit dem Schädelspalten. Bruder Zeus, sprach Prometheus, wir wollen dir nichts Böses tun. Hephaistos wird dir den Schädel öffnen, doch vorher musst du schwören, ein besserer Herrscher zu sein. Deine Willkür muss ein Ende haben, versprich uns das. Genug jetzt, rief das Wesen da drin. Genug Geschwätz, ich will endlich hinaus, tu etwas, sonst breche ich mir selbst einen Ausgang. Schlag zu, heulte Zeus, ich verspreche alles. Schlag zu, heulte Zeus und streckte Hephaistos die Stirn entgegen. Doch als das Beil blinkend in die Höhe stieg, schlang Zeus die Arme um seinen Kopf. Hephaistos hielt inne, da sprangen Poseidon und Ares heran und drehten Zeus die Arme in den Rücken. Hephaistos hob wieder das Beil und da er es hob, zischte ihm Hera ins Ohr. Schlag zu, so kräftig du kannst, mein Sohn, nun ist er in unserer Gewalt, hau ihn entzwei! Das hörte Zeus und er wandte sich verzweifelt in den Fäusten seines Bruders und seines Sohnes. Da fuhr das Beil schon hernieder und seine Scheide war so scharf. Und ihr Schlag so genau, dass er den Schädel nur so weit spaltete, um ein igelhaft zusammengekrümmtes Wesen herausspringen zu lassen, das sich im Fallen zu einer schlanken, göttergroßen Jungfrau reckte. Da bin ich, rief das Mädchen. Ich heiße Athene. Ja. Soweit zur Geburt der Athene. In anderen Berichten heißt es, dass sie herausgesprungen ist in einer blinkenden Rüstung, was natürlich völliger Quatsch ist. Wo soll denn die Rüstung herkommen? Im Kopf vom Zeus. Hephaistos baut ihr später eine Rüstung aus Gold, weil er das ja konnte. Alle waren neidisch, aber Athene war eine der schönsten. Eine der schönsten. Das heißt, als sie aus dem Schädel rauskam, war sie natürlich nackt. Wir haben es aber nicht gesehen. Nur die Götter. Ich wünsche euch einen schönen Freitagabend. Hier ist er schön. Ich hoffe bei euch auch. Bis morgen.